Herzlich willkommen am Gardasee zu der 10. Veranstaltung von Sport und Medizin. Mein Gast heute, jetzt bzw. nach den Vorträgen, Herr Dr. Bergmann. Thema war Mountainbiken. Mhm. Ganz im Groben Mountainbiken. Was ist denn so eigentlich diese ganz typische Verletzung beim Mountainbiken? Die Prellung oder die Schürfung. Okay. Das sind so die typischen Verletzungen, die man sich eher zuzieht, weil man auf unebenem Gelände unterwegs ist. Und wenn man da wegrutscht und fällt, dann tut man sich da eher weh. Aber die häufigsten Verletzungen, die ein bisschen grober sind, sind eher Arm- und Schulterverletzungen. Okay. Durch den Sturz nach vorne. Durch den Sturz. Und wenn man mal ein bisschen in die Tiefe geht, sag mal, was ist denn so der Auslöser eigentlich? Warum kommt es dann zu diesen Stürzen? Also meistens Unkonzentration oder Ermüdung. Ja. Was die meisten unterschätzen, ist die Ermüdung der Hände. Wenn ich länger unterwegs bin und vor allem länger bergab fahre, ist es einfach so, dass durch das ständige Bremsen die Hände ermüden und ich den Lenker irgendwann nicht mehr festhalten kann. Und da reicht ein kleiner Schlag, dann lässt man den Lenker los und stürzt eben. Okay, also es wird, dann ist es so wie Verkrampfung, Übersäuerung, die genau. Arme werden blau, wie man so sagt beim, genau. Es ist beim Skifahren, dass die Oberschenkel blau werden. Genau, die meisten denken, beim Mountainbiken erschöpfen die Beine mehr. Ja. Aber wenn man längere Abfahrten hat, sind es eigentlich die Beine, nicht die Beine, sondern die Hände das Problem. Gibt es dann auch keine technischen Verbesserungen, dass man das irgendwie technisch in den Griff bekommt? Doch, durch bessere Federung und bessere Räder werden diese Vibrationen und die Stöße eher abgefangen. Das heißt, man fühlt sich sicherer und dadurch fährt man meistens schneller, was wiederum zu schweren Verletzungen führt. Genau. Also sag mal, wo Sie gerade sagen, man fährt schneller, ist dann auch dieser Tendenz, wo wir feststellen, dass es weg von den, sage ich mal, Hardtails, die man so noch rumstehen sieht und irgendwie etwas antiquiert aussehen, hin zu diesen Hightech-Gefährten mit Motor, mit Unterstützung, mit GPS-Tracker und allem Möglichen. Ist das auch noch eine Gefahr in Bezug auf Verletzung oder in Bezug auf Geschwindigkeit und dann die Verletzung? Ja, ich glaube, das Hauptproblem ist, dass die Räder immer besser werden. Okay. Durch die Verbesserung der Räder und der Dämpfung kommt es dazu, dass man einfach sich sicherer fühlt, was einerseits gut ist, aber andererseits verstehen das manche falsch und fühlen sich so sicher, dass sie schneller fahren. Und durch diese größeren Geschwindigkeiten kommt es wiederum zu schweren Stürzen. Aber prinzipiell ist es natürlich eine deutliche Verbesserung. Ja. In Bezug auf Schutz einen selber, was empfehlen Sie? Immer einen Helm tragen, Handschuhe tragen. Und wenn ich im unebenen Gelände eher in so einen Bikepark gehe, wo ich danach schon anspruchsvolle Strecken fahre, würde ich auf jeden Fall auch einen Rückenprotektor anziehen und Schienbeinschoner und Knieschoner. Ja, und jetzt kommt mir gerade in Gedanken, weil Sie gerade sagen, auch in Ihrem Vortrag, die Einsätze der Bergwacht werden in meinen Augen etwas skurriler, dass Sie Anrufe bekommen von wegen, ja, holen Sie mich dort runter. Also die Mountainbiker schaffen den Aufstieg aufgrund der Technik in den Fahrrädern leichter, stehen aber dann oben und sagen, ich traue mich nicht mehr hinunterfahren. Also vor allem die Anfänger, wenn ich mir ein gutes elektrisches Mountainbike kaufe, kann ich mit der Unterstützung des Motors fast überall hinkommen. Durch die Federung schluckt es Unebenheiten und es sind wirklich extreme Steigungen einfach problemlos zu bewältigen. Das Problem ist, wenn ich oben ankomme und das Rad umdrehe, um herabzufahren und erst sehe, wie steil das ist und dazu nicht erfahren genug bin, den Schwerpunkt so richtig zu verlagern und auch nicht den Mut habe, darunter zu fahren, dann führt es meistens dazu, entweder man verbremst sich dann oder man traut sich erst gar nicht. Und es gibt wirklich bei uns im Chiemgau leider ein paar Berge, bei denen die Bergwacht öfters ausrücken muss, weil die Leute sie schon anrufen, bevor sie runterfahren. Okay. Sie wollen das Rad nicht oben stehen lassen, also rufen sie die Bergwacht an und sagen, ich bin beim Alpenverein versichert. Sie sind doch dafür da, dass sie mich nicht hier runterholen. Verrückt, verrückt. Und nochmal ganz thematisch, ein ganz anderer Sprung nochmal zurück zu Ihrer Tätigkeit als Verbandsarzt. Habe ich gerade vorhin gehört, über 20 Jahre mittlerweile. Mhm. Das ist ja ein Ehrenamt. Also Sie machen das einfach so als Spaß an der Freude. Was hat Sie irgendwann mal dazu bewogen, zu sagen, das mache ich? Ich habe angefangen, da war Mountainbike eher eine Randsportart. Ja. Da war die Straße olympisch und es war zum Zeiten des Team Telekoms und alle waren auf diese Sportart fokussiert und Mountainbike war ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Und so habe ich angefangen und ja, da sind mir die Athleten ans Herz gewachsen. Und später, als ich dann auch selbstständig wurde, meine eigene Praxis eröffnete, bin ich einfach dabei geblieben. Weil diese persönliche Bindung zu dem Sport und den Athleten einfach extrem groß ist. Ja. In diesem Sinne, vielen Dank, dass Sie hier sind und noch schöne Zeit hier. Dankeschön, vielen Dank.